Welcome back! Oh, schönes Gemetzel. So, wir gehen jetzt mal direkt zur Arena. Gespeichert haben wir ja gerade. Ach, die Arena. Naja. Die haben nämlich hier Psycho-Pokémon. Na, voll kann ich von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz obsiegt über rohe Kraft. Ja. Sag das mal ein Trainer, der mit Level 10 Pokémon gegen Level 80 Pokémon kämpft. Da kommt es mit Strategie auch nicht weit. Also rohe Kraft, wenn die groß genug ist, hat auch schon was zu sagen. Direkt schlafen legen. Direkt schlafen legen. Nein! Ach, Glück gehabt. Hypno schläft. Nein! Direkt auf wie. Einfach wieder aufgewacht. Was ist hier los? Alter. So, jetzt können wir den Ruhe fertig machen. Da gucken wir, wie oft wie lange wir brauchen zum Angreifen. Kriegt Konfusion ein bisschen mehr. Wow. Ja. Wir brauchen. Okay, wir müssen das halt ein paar Mal. Ne, einfach mal ein paar Mal hier draufhauen. Immer schön aufpassen, dass er nicht aufweckt. Aufwacht. Oh nein, ist aufgewacht. Nein! Ach, Kopfnuss, da geht ja. Nein! Ach, geht ja. Nein! Oh. Oh, geiler Effekt. Ah. Ah. Zum Glück ist der Weg zum nächsten Pokémon-Center nicht weit. Nein, direkt wieder aufgewacht. Sollen wir sich verarschen? Oh. Jetzt wisst ihr, warum Schlafpuder so wichtig ist. Ach komm. Nein! Ah, okay. Ah, sehr schön, sehr schön. Ich dachte schon. Jongleur, Alter. Was? Außerordentlich. Ja, ja. Ich bin auch außerordentlich geflasht. Und das war gerade mal der erste. Spezielle Techniken bestehen. Jongleur möchte kämpfen. Jongleur setzt Traumato ein. Oh Mann. Diese Hurensöhne. Oh, für Maria. Nein. Was? Oh. Hallo, Kadabra. Sei ein braves Mädchen und bück dich, damit ich dich von nehmen kann. Nein, ich schon wieder Schlafbruder. Ah, das ist da. Das ist eine Konfusion. Psychstrahlen mal richtig. Oh. Was? Achso, war das vor Volltreffer. Was? Okay, direkt Schlafbruder, direkt. Direkt bestäuben. Yay! So, können wir nämlich jetzt hier auch Psychstrahl. Yay! Das geht noch gar nicht mal so schlecht hier. Ha! Du hast mich hereingelegt. Du hast deine Pokémon zurückgerufen. Ich hab nur meine Attacken benutzt, die ich hatte. Ich weiß nicht, was ich jetzt, also, ne? War vollkommen fair. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Ja, da bist du an der falschen Stelle, Junge. Da musst du in die Ninja-Akademie gehen, aber nicht hier Pokémon trainieren. Pokémon zu trainieren macht dich nicht zum Ninja. Also, ich glaube, das ist etwas verwechselt, auch nicht schon wieder. Okay.
Digga, mein Appetit ist hier fast leer. Noch ein Traumato, Alter, meine AP. 8 AP haben ich, hab ich noch. Oh, noch 7. Egal, noch einmal Konfusion und das Ding und füßt weg. Sehr schön. Jawoll. So, noch ein Traumato. Ich muss was trinken, Alter. Das sollten wir noch schaffen. Schlafpuder. Alter, wir haben nur noch 4-mal Schlafpuder. Und 3-mal Zustrahl. Upsala. Ja. Egal, wir müssen danach eh zum Pokémon Center. Von daher. Oh, ich hab verloren. Ja, und ich auch. Weil ich glaube an die Menschheit. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Digga, was labern die für Müll? Was hat ein Pokémon mit Ninja zu tun? Also Ninjas, ja, sind die Leute, die sich heimlich in Gebäuden... Wie sieht der aus? Ninjas sind die Leute, die sich heimlich in Gebäude schleichen. Die haben kein Pummeluft dabei, was die ganze Zeit rumsinkt. Das macht keinen Sinn. Doktor Dom möchte kämpfen. Setzt Arbok ein. Ach, mal wieder ordentliche Pokémon hier. Yay. Ist sehr effektiv. Oh, 1000 EP. Oh! Nein! Okay, nicht vergiftet. Sehr schön. Ich meine, gut, eine Vergiftung wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Aber muss ja trotzdem nicht sein. Attacke ist sehr effektiv. Dompteur wurde besiegt. Autsch! Ich gewinne 1300 Yen. Oh mein Gott, ich bin voll reich. Das waren ja fast 10 Euro. Bleib stehen! Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Nein, man sieht die locker. Man kann die halt so leicht erkennen. Dompteur möchte kämpfen. Dompteur setzt dann Darm ein. Los, Meppo! Und noch ein Arbok. Sehr schön. Achso, für alle, die es vielleicht nicht sehen, ich weiß nicht, ob man jetzt noch meine Maus sieht. Ne? Für die, die es nicht wissen, oder für die, die es vielleicht im Video nicht erkennen können, ich weiß nicht, ob man das im Video gut sieht bei YouTube. Also diese Linien, ne? Diese Linien, diese blauen. Die sind durchgehend. Da wo durchgehend ist, ist Weg. Und da wo Pünktchen sind, da ist ein roter Punkt. Also da wo die Linien quasi unterbrochen sind, da ist eine Mauer.
Also das nicht zu erkennen, ist relativ schwer. Selbst auf dem alten Gameboy, schätze ich mal, ist das relativ gut zu erkennen. Wie gesagt, bei YouTube, bei Videos, die Videos, die werden ja skaliert. Und durch Skalieren können solche Details vielleicht verloren gehen, weiß ich nicht. Aber auch der Gameboy hatte damals schon eine Dot-Matrix. Und auf dem hat man es auch schon erkannt. Ich meine, wenn man sich jetzt bewegt hat, dann vielleicht nicht. Aber spätestens wenn man still gestanden ist, auf dem Fleck, da hat man es locker gesehen. Also, oh nein, ich bin ja Traumato. Ich glaube, ich träume. Schlaf, Bruder. Sehr schön. Hypno. Also wieder das gleiche. Nein. Nein. Nein! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Nein! Nein! Leck mich! Wir haben es geschafft. Unser Rechenlevel 57. War das gut oder was? Ich habe es vermasselt. Ey, jetzt können wir ja schon direkt zu dem Typen da gehen. Was? Achso, ja, vergiftet, alles gut. Weil der hat, glaube ich, relativ schwache Pokémon. Hahaha. Ha, ha. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meine Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Du Mensch, du. Ja, was ist, wenn du gar nicht hinzukommst? Hä? Was machst du dann? Du mit dem hässlichen Blutzug? Hä? Du hast keine Chance, Bitch. Wobei ich das gar nicht weiß. Hat er eine Chance? Hat er eine Chance? Gute Frage. Warten. Werden wir ja sehen. Nein, hat er nicht. Sehr schön. Noch ein Blutzug? Alter, ernsthaft jetzt? Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Hat er jetzt nur Blutzug oder was? Ah, Omod. Ah. Oh, Level 50 immerhin. Aua. Okay. Also bis zum Arzt schaffen wir es auf jeden Fall nicht mehr. Aber wir haben ihn zumindest besiegt. Das ist alles, was zählt. 1500 EP. Na gut, okay, klar. Beim Level 50 Pokémon auch durchaus verständlich. Na sowas. Du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Ash gewinnt 5000 Yen. Holy moly, das ist eine ganze Menge. Für so ein Kind, ne? Das wären so knapp 25 Euro. Das ist in Japan eine Menge Geld. Der Seelenorden, bist du dir der Abwehr deiner Pokémon steigern. Was? Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Ash erhält 1006. Klar. TM6. TM6 ist Toxin. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Okay, mehr nicht. Na gut. Ja, der stirbt halt. Metro wurde besiegt. Von wem denn nur? Hier war doch gerade gar keiner. Da muss ein Ninja gekommen sein und hat im Schlaf Metro erwürgt. So, dann machen wir nächstes Mal die Safari-Zone und da muss ich aber erstmal ganz kurz gucken, wie wir das am besten machen. Was? Nein. Sichern. So, von daher würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.